Wir begrüßen Sie ganz herzlich zum vierten Abend der Tage der Utopie. Wir, das sind Hans-Joachim Kögel, Kommunikationsberater aus Bregenz, und ich, Josef Kittinger, der Leiter dieses Bildungshauses. Auch herzlich willkommen im Namen des gesamten Teams des Hauses hier, die in den letzten Tagen viel Arbeit geleistet haben, um diesen großen Anstrom, diesen erfreulichen Zuspruch der Menschen für diese Tage der Utopie zu organisieren. Wir freuen uns sehr darüber, wir zwei als Organisatoren und Kuratoren der Tage der Utopie. Wir begrüßen Sie hier in diesem Raum ganz herzlich. Wir begrüßen auch alle, die im kleinen Saal drüben per Videokonferenz dabei sind. Und wir begrüßen auch ganz weit entfernt, weiter als Paris, in der Oststeiermark in Kirchbach, auch über 100 Menschen, die dort in drei Räumen teilnehmen, per Videokonferenz, Professor Dr. Kurt Remmele vom Institut für Ethik und Gesellschaftslehre der Universität Graz. Ein herzliches Grüß Gott in die Steiermark. Ihnen dabei sein dürfen und wir werden uns nach dem Vortrag von Professor Bergmann nochmal melden mit unseren Fragen. Ich habe ja vorher schon kurz mit ihm geredet, ein anregendes Gespräch gehabt und ich freue mich, dass er sich bereit erklärt hat, möglichst viele Fragen von uns zu beantworten. Okay. Dankeschön. Eine Landkarte der Erde, die nicht auch Utopia zeigt, ist keinen Blick wert, denn auf ihr fällt jenes Land, an dem die Menschheit immer landet. Um bei dieser poetischen Energie zu bleiben, möchte ich etwas über unsere Musikbeiträge sagen. Wir haben, das ist für uns ein ganz zentraler Bestandteil, wir behandeln unsere Auftragskomponisten vom Gewicht her eigentlich so wie die Referenten. Das ist für uns ein veritabler Beitrag zum Abend und sie reagieren auch auf die einzelnen Themen und auf die einzelnen Abende. Also das sind keine Interpretationen von Stücke, sondern das sind Arbeiten, die extra für vor dem Vortrag und nach dem Vortrag jeweils gemacht sind. Das ist ganz ein wichtiger Punkt, weil wir wollen nicht nur einen intellektuellen Zugang zu diesem Thema bieten, sondern wir wollen in unserer Ganzheitlichkeit angesprochen sein und auch den Bauchzugang sozusagen zum Neuen mit thematisieren mit dieser Veranstaltung. Wir haben die ersten drei Tage an die Klarinettistin Carol Robinson vergeben und Donnerstag, Freitag, Samstag bestreiten Mario Pavone am Bass und Peter Madsen, und begrüßen Sie jetzt mit mir Mr. Mario Pavone und Mr. Peter Madsen. Okay. Beide hatten Platzierungen in den Top 10 der CDs of the Year der New York Times und touren fast jährlich in Europa, Japan und Amerika. Und beide bewegt das Thema der Grenzbereich zwischen Komposition und Improvisation. Das ist auch für uns eine wichtige Inspirationsquelle und auch ein Beispiel, wie man mit Utopien umgehen kann oder soll. Auf der einen Seite braucht es fixe Elemente, aber dann geht es auch darum, flexibel auf das Jetzt, auf die Gegenwart zu reagieren. Also Utopie braucht Konzept und Reaktion auf den Moment. Und da gibt es einen sehr schönen Satz von Peter Madsen, den ich euch noch vorlesen möchte. Improvisation hingegen lebt vollkommen im Moment. Man muss sich bis an den Rand seiner Möglichkeiten vorwagen, dort, wo man alles riskiert. Dort findet Magie statt, manchmal oder eben das Scheitern. Scheitern ist eine reale Möglichkeit, es braucht eine Menge Mut, um sich so weit vorzuwagen. Wer perfekt vorbereitet ist, die Musik genau kennt und im sicheren Bereich bleibt, während sie passiert, mag virtuos sein, aber sie besitzt keine Magie. Ich begrüße ganz herzlich bei uns den Referenten des heutigen Abends, Fridtjof Bergmann. Herzlich willkommen in unserer Mitte. Sein Lebensmittelpunkt ist jetzt Michigan in den USA, allerdings ist er mit seiner Arbeit, mit seiner Vision der neuen Arbeit die meiste Zeit weltweit unterwegs.
arbeitet zum Beispiel eng mit der südafrikanischen Regierung zusammen, genauso wie mit Menschen, die in den Slums von Johannesburg leben. Hat Projekte durchgeführt mit Fabriksarbeitern, ebenso wie mit Top-Managern der amerikanischen Automobilindustrie. Und er lehrt als Philosophieprofessor und Lehrte in Princeton, Stanford, Chicago, Berkeley und Ann Arbor. Er ist ein gefragter Gesprächspartner weltweit, eigentlich auch nicht überraschend, wenn man an das Thema denkt, mit dem er sich beschäftigt, und wenn da jemand eine Lösung des Arbeitsproblems in der globalisierten Welt anbietet. Her damit. Denn wir alle wissen, dass die derzeitigen Lösungsversuche weltweit für die Arbeitslosigkeit, unter Anführungszeichen Arbeitslosigkeit, und die zunehmende Armut nicht mehr greifen. Eben zum Beispiel noch mehr Gas zu geben, länger zu arbeiten, die Konjunktur anzukurbeln, mehr Leistungsdruck und niedrigere Löhne, internationale Konzerne mit riesigen Summen anlocken oder mit Steuergeschenken ins Land holen, all das bietet, wir wissen es, keine wirkliche Perspektive für die Zukunft. Das ist nur eine Verlängerung, eine mühsame Verlängerung des bisher Angewendeten. Bergmann stellt etwas sehr grundlegend Wichtiges fest, glaube ich, was eigentlich selbstverständlich ist, aber man muss es sagen. Die Knappheit der Arbeit ist ein kulturelles Konstrukt. Arbeit ist unendlich. Nur die uns bekannte Lohnarbeit ist aus gut erklärbaren Gründen knapp. In seinem Zukunftsentwurf der neuen Arbeit, mit dem er sich schon seit 30 Jahren beschäftigt, beschreibt er, dass Arbeit in Zukunft auf völlig neuartige Weise organisiert wird. Wir stehen von einer epochalen Wende in die nächste Wirtschaftsform, in die postindustrielle Periode. Das Lohnarbeitssystem, wie wir es kennen, und die großindustrielle Produktion wird abgelöst von agiler, flexibler, dezentraler, vernetzter Hightech-Eigenarbeit. Diese bringt materielle Unabhängigkeit für alle, neue menschliche Würde und viel neue freie Zeit, Eigenzeit. Und, ich zitiere einen Kernsatz in seiner Arbeit, wir werden das tun, was wir wirklich, wirklich wollen. Und dies wird unsere gesamte Kultur verändern. Eine ziemlich attraktive Utopie, oder? Uns alle interessiert brennend, wie kann das vor sich gehen? Aber es ist eine abenteuerliche Reise in die Zukunft, daher hören wir zuerst die Musik und atmen mit den Musikern. Atmen tief durch. Einen guten Abend miteinander. Danke.
Thank you.
Ja, ist gar nicht so leicht, was zu sagen nach solcher Musik. Aber ich will aufgreifen und werde das wahrscheinlich ein paar Mal machen, etwas, was in den schönen Worten vorher gesagt wurde. Und mir ist eingefallen oder über den Weg gelaufen ein ganz einfacher Satz, eine ganz einfache Antwort auf die Frage, warum Utopie? Weil der Mensch eine Sehnsucht braucht. Ich habe mir sehr vorgenommen, und das ist so eins meiner Sprüchlein, trotzdem ich Philosophie unterrichte, versuche ich nützlich zu sein. Oder ich versuche etwas Nützliches zu tun, trotzdem dem Professor, der mir sowieso nicht so sympathisch ist. Und das ist eigentlich, das trifft für das ganze Unternehmen der neuen Arbeit zu, und es ist ein Unternehmen, aber es trifft auch für heute Abend zu. Also ich werde mich sehr, sehr bemühen, Ihnen nützlich zu sein. Und Sie haben wahrscheinlich bemerkt, oder vielleicht einer oder andere hat bemerkt, dass ich sehr intensiv Sie angeschaut habe. Das war ja eine wunderbare Gelegenheit. Ich saß da und jeder musste reinkommen. Ich konnte Sie also von Angesicht zu Angesicht sehen, und dabei habe ich natürlich versucht zu überlegen, also was würde für Sie nützlich sein. Und das ist jetzt ein bisschen riskant, aber also zwei Dinge sind mir irgendwie aufgefallen. Eins ist, dass ich glaube, es sind eine ganze Menge gescheite Leute im Zimmer. Also das wird auch was damit zu tun haben, wie ich reden werde. Aber meine Absicht ist so klar wie nur irgend möglich zu sein. Ich hatte auch den Eindruck, dass es ist nicht irgendwie eine Ideologie besonders vertreten heute Abend. Das wird auch etwas zu tun haben mit dem, was ich versuche zu sagen. Also wie schon erwähnt, ich bin in einem Dorf, in einem österreichischen Dorf, in einem oberösterreichischen Dorf in Hallstatt aufgewachsen. Und ich habe diesen Namen Fritjof, der norwegisch ist. Und den konnte natürlich kein Mensch in Hallstatt aussprechen. Und deshalb haben die Leute immer zu meiner Mutter gesagt, bringen Sie doch den kleinen Friedhof mit. Also ich finde es überhaupt sehr, sehr sympathisch, nicht irgendwas anderes genannt zu werden. Und wenn wir uns unterhalten, können Sie entweder Friedhof oder Fritjof sagen. Etwas anderes, das schon erwähnt worden ist, ist der Aufsatz. Ja, und es stimmt, also ich habe einen Aufsatz geschrieben, als ich 19 war, und das Thema war die Welt, die wir wollen. Das hieß die unter 20. Und der erste Preis war, nach Amerika zu gehen. Und auf diese Art und Weise bin ich nach Amerika gekommen. Und ich möchte also schon den Schülern, die jetzt auch an so etwas Ähnliches arbeiten, also am Samstag bin ich da, und ich wäre sehr, sehr bereit, mich über, wie man solche Aufsätze unter Umständen schreibt, mit Ihnen zu unterhalten. Die Welt, die wir wollen, eine Art und Weise, das zu beantworten, ist natürlich furchtbar einfach.
Also wir wollen eine Welt, und ganz besonders in meinem Fall, mit meiner Lebenserfahrung, wir wollen eine Welt, in der die Armut abgeschafft ist. Und es wurde erwähnt, ich arbeite sehr intensiv in Afrika im Augenblick, und ich glaube, ich brauche Ihnen nicht sehr viel von der Armut in Afrika jetzt zu erzählen. Sie sind gescheit. Sie wissen das. Wir wollen eine Welt, in der Frieden herrscht, und das verknüpft sich sehr mit dem Terrorismus. Und der Terrorismus verknüpft sich in meiner Ansicht eine ganze Menge mit der Armut. Und weil sehr viel Armut auch, und das weiß man nicht genug und wird oft und oft nicht genug betont in Europa, dass sehr viel Armut in Amerika herrscht, in der USA. Und eine schnelle Antwort, wenn man hier immer sagt, ja, wir müssten das so wie in Amerika machen, wir müssen alles sehr schnell und sehr flexibel und all diesen Sozialstaat abschaffen, so wie in Amerika, dann wird alles gut. Antwort darauf ist, kommt uns doch besuchen. Schaut euch doch mal Detroit an, wo ich seit vielen Jahren arbeite. Frieden, Terrorismus, eine Welt, in der Ressourcen nicht irrsinnig verprasst werden. Eine Welt, wo der Unterschied zwischen Frauen und Männern nicht mehr der ist, der er noch immer ist. Eine Welt, in der Rassismus abgeschafft ist. Und ich würde noch ein paar Sachen dazu sagen. Also aus meiner Sicht eine Welt, in der nicht die meisten Menschen von der Arbeit, die sie tun müssen, verkrüppelt sind. Also wo die meisten Menschen gar nicht zu Menschen werden, und der Vergleich ist da zu den Füßen von chinesischen Frauen, die man mit nassen Binden dazu gebracht hat, dass der Fuß die Größe einer toten Babyfaust hatte. Und sehr viele Menschen, die Arbeit, die sie tun müssen, sie nasse Binden, die anziehen. Eine Welt, ganz andere, in der man nicht so verhetzt lebt. Stille, Ruhe, wie erwähnt worden ist. Ich würde noch hinzufügen, und das ist irgendwie etwas für mich besonders Wichtiges, eine Welt, in der die meisten Menschen das Leben wirklich leben. Also was dahinter steht, ist der Gedanke, dass, und da ist ein wunderschöner Satz von Beckett, den ich erst auf Englisch zitiere, mit einem Nicker zu Ihnen hin. Dead enough to be buried. Tot, genug tot, um begraben zu werden. Also, die meisten sind natürlich schon oft dank unserer Schulen mit 18 tot, aber nicht tot genug, um begraben zu werden. Das kommt später. Also es dazu zu bringen, dass, das spielt ja auch in der Religion eine große Rolle, ja? Ich bin das Leben, das bedeutet, dass vielleicht die meisten Religionen sehr annehmen und wissen, dass die meisten von uns nicht leben, sondern dass da so etwas Ähnliches passieren muss, wie was in der Religion man eine zweite Geburt nennt, bis man anfängt zu leben. Was bedeutet, dass es nicht von selbstverständlich ist, dass alles, was isst und atmet und menschlich aussieht, schon lebt. Ganz im Gegenteil. Also das sind so ein paar schnell aufgezählt. Frieden, Armut, lebendig. Und jetzt kommt eine Art Wendung. Also die große Frage ist natürlich, das ist ja leicht, und das war die Absicht zu sagen, das ist leicht, jeder, das können wir alle machen, wir wissen das alle. Das ist auch, glaube ich, zum großen Teil gemeinsam, da ist gar nichts dran zu sagen. Und das bezieht sich auf den Aufsatz, also was ist die Welt, die wir wollen? Das kann man schon sagen. Die Frage ist, wie
machen wir es, dass wir so eine Welt tatsächlich schaffen. Und darüber möchte ich jetzt ganz, ganz schnell ein paar Sachen sagen. Nehme ich mal erstens, also das ist meine Frage. Schon seit 30 Jahren oder länger. Das Wie. Die neue Arbeit ist ein Versuch, eine Antwort auf die Frage zu geben, was sind die Stufen, was sind die Schritte, was ist die Tagesordnung, was muss politisch geschehen, was sind die Aufgaben, was würde dazu führen, dass wir ganz konkret, ganz praktisch, ganz realistisch, ganz ohne Träumerei in verhältnismäßig naher Zukunft so eine Welt haben könnten. Und meine Überzeugung ist, das könnten wir. Und noch dazu ist das nicht so schwer. Es würde nicht so etwas vonnötigen wie einen Marsch quer durch China à la Mao. Und schon das allerletzte, was es braucht, ist eine Revolution in 7 Tagen. Also meiner Ansicht nach ist nichts Gutes in 7 Tagen je geschehen. Also das ist meine Frage. Das Wie. Und das ist jetzt das Thema. Und ich hätte gern, dass, wenn wir uns, wir kommen ja morgen auch noch ins Gespräch und heute Abend noch ins Gespräch und ich sehe gar nicht ein, warum es um 12 Uhr aufhören kann. Also es kann meiner Ansicht nach, ich habe ganz gut geschlafen, also bis 4 Uhr können wir es ohne weiteres aushalten. Das ist auch nach Kirchbach gesagt. Das Wie ist die Frage. Und ich finde, Sie sollten sozusagen, und ich appelliere jetzt an Sie, dass Sie nicht nur mir zuhören, sondern mitdenken, also und sich auch fragen und das jetzt auch miterleben. Und dass der ganze Rahmen macht das wunderschön. Also Sie sollten sich wirklich fragen, ob heute Abend oder morgen Abend Sie mehr wissen, eine bessere Antwort auf die Frage haben, wie könnte man das machen? Denn die meisten Menschen, meiner Ansicht nach, haben das Gefühl, kann man ja schön träumen, aber natürlich ist meine sehr lächerlich. Also die Macht, ja, die Industrie, die Riesenkonzerne, Globalisierung und. Wie kann man denn da? Was? Ja, das ist doch. Ist doch ganz, ganz sinnlos oder hoffnungslos. Also legen wir uns doch hin und schlafen. Und ich würde sogar ein bisschen noch pointierter sagen, also unter Umständen sollten Sie sich fragen, und ich werde eben versuchen, und das hat mit der Nützlichkeit zu tun. Deshalb war das so ein bisschen das erste Wort. Also wie würde man anfangen? Was wären Dinge, die Sie tun können? Heute, morgen, übermorgen. Auch noch schnell, wie sehen Sie die Chancen? Ja, da wurde Dürr erwähnt und die Frage ist, wie möglich ist es, so eine Welt zu schaffen? Und ich habe ja schon gesagt, also meiner Ansicht nach sehr möglich, nicht einmal so schwer. Aber man muss sehr, sehr über das Wie nachdenken. Und das ist jetzt noch ein kleines i-Tüpfelchen zu diesen Sachen. Also sozusagen, weil das Wie, ich meine, die Arten und Weisen, die sofort einfallen und die wir alle kennen und von denen wir schon ewig, sozusagen an denen wir schon ewig kauen, also gute Vorschläge zu machen und auch alle möglichen guten Absichten zu haben und unter Umständen auch auf verschiedene Arten und Weisen Menschen gut zuzureden und zu predigen. Tut mir leid, wenn ich solche Sachen sage. Das hilft unter Umständen gar nichts. Das vielleicht umgekehrt. Also, weil ich den Versuch machen werde, mit euch oder Ihnen wirklich ein bisschen, es kann ja natürlich nur ein Anfang sein, aber einen Fortschritt zu machen in der Richtung, also wie würde man anfangen und wie würde man denn machen, müssen Sie sozusagen mir schon verzeihen, wenn das, wovon ich heute Abend etwas erzählen würde, anders ist. Das ist neu und das wurde ja auch so ein bisschen erwähnt. Also die alten Rezepte, vielen Dank auch für das. Die alten Rezepte,
Das kann man vergessen. Und also das bedeutet jetzt, dass unter Umständen, denn das ist etwas, was mir ehrlich gestanden so ein bisschen manchmal auf die Nerven geht in Europa. Also man redet so viel von Innovation, aber wenn man dann tatsächlich etwas Neuem begegnet, dann ist das Entsetzen riesengroß. Und ich sage jetzt gar nicht, dass heute Abend so neu sein wird, aber ich meine, vielleicht müssen wir schon uns irgendwie in der Mitte einer Brücke treffen. Ich kann auch eine ganz kurze Skizze geben von dem, wo ich heute Abend hin will. Okay? Das ist, ich glaube, Sie haben ein Recht dazu, sich jetzt orientieren zu können. Und das ist also meiner Ansicht nach, um die Art von Welt, von der wir angefangen haben, tatsächlich zu erreichen, das, was geändert werden muss, ist etwas, das die meisten Menschen sich gar nicht so vorstellen. Es ist das, was ich nennen würde das Arbeitssystem, das jetzt herrschende Arbeitssystem. Und die meisten Menschen haben irgendwo im Hinterkopf die Vorstellung, ja, also Arbeitslosigkeit, und Arbeitslosigkeit ist nur eins von ganz, ganz vielen pathologischen Zuständen der Arbeit im Augenblick, auch Überarbeitung und so weiter, sinnlose Arbeit und. Aber die meisten Menschen haben das Gefühl, ja, also wie kann das sein, dass uns jetzt die Arbeitsplätze ausgehen? Ich meine, es hat doch seit der Steinzeit Arbeitsplätze gegeben. Ist natürlich blühender, ich soll mich höflich ausdrücken, blühender Unsinn. Also, weil natürlich die Struktur, das System der Arbeit, das, unter dem wir jetzt leiden, ist nur 200 Jahre alt. Das ist die Lohnarbeit. Vorher waren die meisten Leute Bauern, und hier in dieser Umgebung ist es leicht, sich daran zu erinnern. Bis vor 200 Jahren haben in vielen Ländern und jetzt natürlich noch in der ganzen Reihe, die meisten Menschen haben nichts davon gehört, dass man irgendwann eine Steckuhr und all das und einen Boss hat und dann so und sich anziehen muss zum Einstellungsgespräch. Das hat es alles nicht gegeben. Das ist alles Industriezeitalter. Und ich sage jetzt, das Arbeitssystem, das eigentlich erst 200 Jahre alt ist, und das von allem Anfang an höchst problematisch allen möglichen Leuten vorkam, also nicht nur dem sofort jedem einfallenden Marx, sondern auch sehr netten Leuten, ja, wie zum Beispiel dem Dickens, der Weihnachtsmärchen geschrieben hat. Der hat dieses Arbeitssystem für fürchterlich gehalten, weil man am Weihnachtsabend nicht mal die Kohlen hat und so weiter. Und auch so jemand wie Jefferson zum Beispiel, also haben das Arbeitssystem, das Lohnarbeitssystem, das Arbeitsplatzarbeitssystem, kann man auch sagen, das Galeerenrudernsystem, das haben die gar nicht so großartig empfunden. Und das muss geändert werden. Also wir brauchen ein neues Arbeitssystem. Und ich betone da so ein bisschen System. Also es dreht sich nicht darum, dass einer der andere mit Mut oder aus irgendwelchem jetzt anders arbeitet. Das ist nicht genug. Und deshalb war ich auch sehr dankbar, dass Sie erwähnt haben. Also ja, im Augenblick, und ich komme da schon etwas merkwürdig vor, aber im Augenblick rede ich sehr oft mit Regierungen und der südafrikanischen, aber auch einer ganzen Reihe von anderen Regierungen. Und ich bin selber ganz erstaunt, dass die mich ernst nehmen, aber ich meine, beim Lunch, und da kann man alles Mögliche ernst nehmen, aber so, also so, es ist, hat sich sozusagen anders umgedreht. Es gibt eine ganze Reihe von Artikeln, wo Leute, die Unterschrift ist dann irgendwie, also zum Beispiel, ich habe General Motors länger beraten, wurde auch angedeutet, und da war ein Riesenbild in der Zeitung mit einer Unterschrift, ich werde es aufs Deutsch übersetzen, also die müssen schon wirklich verzweifelt sein, wie bei General Motors, wenn sie jetzt einen Philosophen sich anhören. Passiert noch immer so. Also, das Arbeitssystem muss geändert werden, von Grund auf, und nicht nur kosmetisch. Und ich kann sogar ganz, ganz schnell sagen, in welche Richtung und was.
Aber das Wie natürlich, das dauert schon. Aber also zwei neue Arten der Arbeit müssen langsam größer werden und langsam entwickelt werden. Im Unterschied zu der Lohnarbeit. Und die Lohnarbeit schrumpft ja sowieso. Und das ist vielleicht auch gut, weil sehr viele Menschen ihre Lohnarbeit erleben wie eine milde Krankheit. Was ich meine bei milder Krankheit ist das, also nicht wie ein Krebs, sondern mehr wie eine Erkältung. Und bei einer Erkältung sagt man, ja, in zwei Tagen ist vorbei. Bei der Arbeit sagt man, es ist ja schon Mittwoch. Ja, bis Freitag halte ich es aus. Und also anders als das und zwei Arten und eben nicht nur am Rand, nicht nur in Oasen. Das ist bei mir sehr, sehr wichtig. Nicht nur irgendwo, wo man hingeht und eben ganz anders empfindet und ganz anders denkt. Ich meine jetzt, und das ist nochmal der Bezug, also es muss dazu kommen, und in meinem Fall ist das im Augenblick die größte Anstrengung, es dazu zu bringen, dass die Regierungen einsehen, dass die Entwicklungspolitik oder die Wirtschaftspolitik oder das, was von der Regierung her wirtschaftlich gefördert und unterstützt wird, dass das eine andere Richtung haben muss. Und das ist natürlich, brauche ich nicht sagen, dass das ein bisschen Anstrengung verlangt. Und also zwei Arten von neuer Arbeit müssen langsam sich entwickeln und wachsen. Eine Art der Arbeit ist im Kontrast zu der Arbeit, die man tun muss, ganz einfach Arbeit, die man tun will. Und etwas mehr betonte Arbeit, die man wirklich, wirklich tun will oder die man im Ernst tun will, die man nicht nur so jetzt schnell mal etwas besser findet als das, was man als eine milde Krankheit erlebt, sondern eine Arbeit, wo man wirklich das Gefühl hat, das ist das. Und noch, also ich kann jetzt auch hinzufügen, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Also das ist auch ein Bezug, also es muss so sein. Das mache ich. Dazu bin ich auf der Erde. Die andere Arbeit ist ganz, ganz anders als das. Die Arbeit ist, die zwei sind aber sehr aufeinander bezogen, aber es ist was ganz anderes. Und es wird oft auch so missverstanden als ein Zurückgehen und es ist alles andere als ein Zurückgehen. Es ist eine Spirale, die nach oben geht, aber es ist, ja, es ist die neue Selbstversorgung. Es ist sich selbst, und natürlich da ist der Bezug auf das Dorf, sich selbst zu versorgen, aber eben nicht, und ich erwähne immer sehr gern, dass ich dreimal im Leben Bauer war, und ich werde noch darauf zurückkommen. Also nicht, dass man sich den eigenen Käse macht und die eigene Butter macht und so weiter, sondern schon ganz, ganz anders. Also, dass man selbstverständlich sich die eigene Elektrizität macht, aber das ist nicht nennenswert, sondern dass man eine sehr große Menge von Dingen, die man im Augenblick nur in großen Fabriken herstellt, in kleinen, vielleicht kuppelartig aussehenden oder auch ganz einfach. Also es gibt Internetcafés, es wird wahrscheinlich in absehbarer Zeit, und wir sind ganz dabei, das zu machen, Herstellungscafés benutzen, also geben. Mit Maschinen in Herstellungscafés, die sich ganz natürlich entwickeln, wie die Internetcafés. Und das ist ein guter Vergleich. Oder Copyshops oder sowas. Ne? Irgendwo sind ein paar Maschinen, die man für ein paar Groschen benutzen kann. Da wird man sich also eine ganz große Vielfalt von Dingen selber herstellen, und ich werde dann schon versuchen. Und das wird eine Menge davon muss leider morgen passieren. Aber ich bin absolut in der Stimmung, das auch zwischen 3 und 4 heute zu machen. Oder morgen früh. Ja. Also das alte Arbeitssystem muss
einen Zusatz. Es geht nicht vollkommen weg. Die Leute werden immer noch weiter. Etwas, aber vielleicht so etwas Ähnliches wie einen Tag in der Woche Jobarbeit machen oder Arbeitsplatzarbeit machen. Aber langsam wird sich immer mehr ausdehnen, ja, die Möglichkeit auch auf hohem technischen Niveau in einer Gruppe, in einem Dorf, und das ist ja das Stichwort heute, in einem Dorf, sich sehr viel selber herzustellen. Und außerdem werden, und das ist nur ein ganz, ganz entscheidend wichtiger Punkt, nicht nur eine Elite die Möglichkeit haben, auch zu größerem Ausmaß im Leben sich die Frage zu stellen, was ist denn das, was ich eigentlich tun will? Denn das ist, was mich sehr, sehr beeindruckt hat. Ja, dass, wenn man mit Automobilarbeitern arbeitet oder wenn man mit Langzeitarbeitslosen arbeitet oder wenn man überhaupt mit sehr armen Leuten arbeitet, dann kommt immer und wieder der Ausspruch, ja, ich bin überhaupt nie gefragt worden. Und es war auch keine Zeit, mich zu fragen, was ich wirklich, schon gar nicht wirklich, wirklich will, aber nicht einmal, was ich wirklich will. Und dann noch eine kleine Bemerkung, natürlich in der Schule, na, um Gottes Willen, nein, das ist das Gegenteil. Was hier erreicht werden muss, ist, dass du dich anpasst. Denn das, was du willst, ist unter Umständen gegen die Ordnung und tanzt aus der Reihe. Ich weiß, das ist alles ein bisschen übertrieben und zu schnell, aber Sie verzeihen mir das und ich fahre ja sowieso bald weg und so weiter. Also ich bin dann mit 19 nach Amerika ausgewandert und habe das College ganz schnell und dann habe ich eine Vielfalt von verschiedenen Jobs gehabt und das hat mich natürlich sehr auch geformt. Also ich, wie schon erwähnt, ich habe als Bauer gearbeitet und da komme ich noch zurück drauf. Ich habe auch als Hafenarbeiter gearbeitet. Ich habe auch als, und ich sage das mit Absicht so, als Krankenschwester, nicht also Pfleger, ja, aber Krankenschwester gearbeitet. Ich habe auch und sehr gut verdient mit Stücke schreiben. Ich habe auch recht gut verdient mit Boxen und das hat mir öfters im Leben später sehr genutzt. Also das hat eine gewisse Scheu, baut man dabei ab sozusagen. und dann habe ich natürlich studiert und dann habe ich und das ist auch wieder vielleicht ganz schnell, also das ist anders, also ich hatte eine regelrechte Professur mit knapp 24 in Princeton. Also da ist Amerika eben anders, ne, als hier. Wo die Auswahl, ja, ist, dass nur die entsetzlich viel Geduld haben und eigentlich sich alles gefallen lassen werden, irgendwann mal Professor. Das ist wieder etwas zu hässlich gesagt. Also ich habe ein Jahr lang unterrichtet in Princeton und dann aufgehört und hatte in Princeton den Henry David Thoreau unterrichtet und der hat mich sehr beeindruckt und ich wollte dem das nachmachen sozusagen und der ist in Amerika natürlich sehr, sehr bekannt, hier viel weniger, aber im Grund einfach also der hat im Wald gelebt und hat nur das gegessen, was er eben auch angebaut hatte und was er gefunden hat im Wald. Und ich habe das über 2 Jahre lang gemacht in New Hampshire und das Essen war gar kein Problem. Was ein Problem war, ist, dass New Hampshire, da ist nichts zwischen New Hampshire und dem Nordpol, nur die kanadische Ebene. Und es war sehr, sehr kalt und ich hatte aus ideologischer Überzeugung her keine Motorsäge, sondern nur eine kleine Bogensäge. Und mit dieser kleinen Bogensäge habe ich also unheimlich viel Holz geschnitten, um meine Krautköpfe und mich nicht erfrieren zu lassen. Und am Ende des zweiten Winters, und das war
in New Hampshire so Ende April, Anfang Mai, da wurde mir klar, das war nicht die Freiheit, das war die Sklaverei. Eine Sklaverei, die ich mir selber eingebrockt hatte. Und also deshalb kam ich sozusagen aus dem Wald wieder heraus. Aber das war ein für mich ganz entscheidendes Erlebnis und ich benutze das jetzt, um einen Hauptpunkt sozusagen reinzubringen. Und das ist der Punkt, dass mir damals klar wurde oder in diesem langen Erlebnis, langsam hat sich herauskristallisiert, der Gedanke, du lieber Gott, also es müsste doch eigentlich möglich sein, dass die Technologie anders entwickelt wird wie bisher. Also natürlich hat die Motorsäge was und diese Bogensäge was damit zu tun. Warum keine Motorsäge? Aber im Grunde genommen war es mehr, dass also ganz schnell, anstatt Technologie, die Flüsse in Gülle verwandelt und anstatt Technologie, die Regen in Säure verwandelt, Technologie, die es ermöglicht Menschen, auch in einer kleinen Gruppe, sich zu einem ganz erstaunlichen Grad, nicht Subsistenz, sondern es dahin zu bringen, dass sie ein erfüllendes, menschliches, fröhliches Leben, all die Dinge, die sie brauchen, um ein fröhliches, erfüllendes, menschliches, mozarthaftes Leben, all das, das kann man unter Umständen dazu bringen, dass es die Technologie nicht Flüsse in Gülle verwandelt, sondern dass die Technologie es einem möglich macht, das zu tun. Also der Unterschied, das war also die Gegenüberstellung. Also was für mich der große Eindruck war, ist, dass wenn man versucht, im Ernst wirklich zur Natur zurückzugehen und sich selber zu ernähren, dann ist das ganz verflucht harte Arbeit. Und so hart muss es nicht sein. Und man könnte sich vorstellen, dass wir sind ja sehr schlau, dass wir die Technologie anders entwickeln, nämlich dahin zur, wie immer Sie das jetzt am besten nennen wollen, aber zur neuen Selbstversorgung ist eine Art, das auszudrücken. Dazu zu bringen, dass eine kleine Gruppe in einem Dorf oder in einem Stadtteil, in einem Internet oder in einem Herstellungscafé sich sehr, sehr viel selber machen kann, auch Kleider und Schuhe und natürlich. Und das ohne viel Schweiß. Und das so, dass man an einem Tag eigentlich in der Woche fast all das erzeugt. Und jetzt zeige ich Ihnen ganz schnell ein paar Bilder, aber das ist nur eine Andeutung, okay? Das ist eine Skizze von der Art von Dorf, an der wir in... Oh, tut mir leid. In allen möglichen afrikanischen besonders, aber ich werde euch auch ein paar Bilder von Indien und Japan vielleicht zeigen. Das ist das Wichtige dran, also dass da ein Zentrum in der Mitte ist, wo eben auch sehr viel hergestellt wird. Aber es dreht sich nicht nur um das Herstellen und schon gar nicht am Anfang und schon gar nicht am Anfang in Afrika. Es gibt natürlich, wenn ich sage Technologie, dann meine ich auch Dinge, die also andere Leute unter Umständen gar nicht Technologie nennen würden. Ich nenne das vertikale Gärten. Und das ist etwas, das wir entwickelt haben. Das ist nicht ganz unbekannt, aber es ist schon etwas, an dem wir besonders hart gearbeitet haben. Gibt es auch sehr viel in Detroit. Das ist sehr oft das, was ich als allererstes zeige, wenn ich in einem Slum bin oder wenn ich in einem Dorf in der Kalahari-Wüste oder sowas. Bin in der Kalahari-Wüste, weil diese Art Gemüse zum Wachsen zu bringen, und ich zeige Ihnen noch ganz schnell ein oder zwei Bilder, das ist natürlich vertikal, also es wächst nach oben, und die Tatsache, dass es nach oben wächst, bedeutet, dass man das auch machen kann, wenn man sehr wenig Land hat, und Land ist ja für arme Leute in Afrika ganz unerschwinglich. Und wenn Sie jetzt fragen, ja, wieso wächst denn das nur stracks
gerade in den Himmel hinauf, und das ist natürlich das Sinnbild, dann ist eine Art, aber das gefällt mir nicht so gut, ich zeige Ihnen erst was anderes. Es gibt alle möglichen Arten und Weisen, das zu machen, und man kann eben auch, da ist es, man kann eben auch aus Holz zum Beispiel, das war in Kanada, wo sie so viel Holz haben, solche Behälter machen und dann Kompost in diesen Behältern haben. Man kann die Behälter auch, und das ist jetzt Afrika, aus gerecycelten Coca-Cola-Flaschen machen und dann kommt der Kompost da rein. Und wichtig, wichtig, man braucht nur ein Werkzeug und das ist der eine Finger. Und man braucht fast überhaupt keine Arbeit und man braucht ganz wenig Wasser und man braucht gar keine Chemie. Und wenn man es ein bisschen größer anlegen will, dann sieht es ungefähr so aus. Also viele Behälter aufeinander getürmt und wenig Wasser wird von oben reingespritzt und der Kompost ist drin. Also um den Satz nochmal zu betonen, also es macht das Gemüsezüchten auch unabhängig von der Erde. Also man kann das auch im Sand machen, denn man kann Kompost erzeugen und Kompost kann man auch, verzeihen wieder mal, das kann man natürlich auch mit Toiletten machen. Und Sie verstehen schon, also es ist im Grunde genommen eine Art und Weise, es dazu zu bringen, dass man sich ernähren kann zu einem, es ist natürlich nur eine Andeutung, also jetzt ist nicht Zeit über Truthähne und was alles noch dazu kommt, zu reden, aber natürlich kommt sehr, sehr viel dazu. Ich zeige Ihnen vielleicht noch ein paar andere Bilder ganz schnell. Das sind jetzt also etwas, das auch wieder auf mich sehr viel Eindruck macht und das können wir auch dann besprechen. Ist das, ob das jetzt in Detroit ist oder ob das jetzt in irgendeinem Dorf nicht weit von Mohali ist, was die Bewohner wollen, wenn man sie fragt, und das ist natürlich das, was ich sehr tue. Also im Grunde genommen, wenn ich mit solchen Leuten arbeite, dann schauen sie nicht einfach so an und sagen, was ist das, was du wirklich, wirklich willst. Aber ich komme auch nicht mit meinem Konzept und sage, hier ist das, was ihr tun sollt, sondern ganz im Gegenteil. Wir lernen uns kennen und ich lebe mit ihnen eine Weile und immer wieder kommt vor, also was wollt ihr denn und was würde denn passen und was wollt ihr wirklich? Ja, und dann kommt sehr oft vor, was wir wirklich wollen, ist sowas. Was wir wirklich wollen, ist eine Halle. Und die muss groß sein, denn wir wollen gemeinschaftlich singen, wir wollen gemeinschaftlich tanzen, Afrika natürlich, und wir wollen gemeinschaftlich essen, wir wollen auch gemeinschaftlich beten, wir wollen und so weiter. Es muss gemeinschaftlich sein und es muss in einem Raum sein. Es kann nicht unter dem Himmel sein. Und was auf mich sehr Eindruck macht, ist, dass ich kenne viele Dörfer, wo die Leute die letzten Pfennige ausgeben, um den Transport zu bezahlen, der sie zu einem Platz bringt, der unter Umständen 15 Kilometer weit weg ist, wo sie dann eine Halle haben und sie zahlen Miete für die Halle. Und deshalb war auch auf der Skizze von dem Dorf, also diese Kuppel in der Mitte. Und ich zeige Ihnen ganz schnell, das ist jetzt Ghana. Das sieht natürlich anders aus und es gibt unheimlich viele Arten und Weisen. Ach, ich sollte vielleicht das erzählen. Also da ist auch wieder Technologie dabei, bei dem. Und das ist eine Technologie, die so ein bisschen mir schmeckt. Also die Technologie dabei ist, dass man eine Haut nimmt, dicke Haut, dass man diese Haut aufbläst und dass man dann von außen auf diese Haut drauf etwas spritzt. Und das kann eine Mischung von Lehm und anderen Sachen sein, aber es kann auch Zement sein. Und wenn die Leute wirklich Zement wollen, dann ist es Zement. Und dann wartet man einfach, bis das draufgespritzte trocken wird, kann sozusagen 4 Tage Pause machen, Stille, Ruhe. Und dann kommt man wieder und zieht den Stöpsel raus und dann fällt die Blase in sich zusammen und dann ist hier die Tür und man zieht die Blase heraus und die Blase wird zum nächsten Dorf gebracht und dann macht das nächste Dorf sich sowas.
Hier ist was ganz anderes, das ist jetzt nur des Kontrasts wegen, damit Sie sehen, also natürlich bauen in verschiedenen Kulturen und in verschiedenen Ländern. Und ich habe einen ganzen Stoß von denen. Also, aber was das Allgemeine ist, ist, dass man sehr viel diese Hallen oder wie immer Sie das nennen wollen. Ich glaube, in unserer Kultur ist das, glaube ich, weniger das, was also deshalb unter Umständen ein Herstellungscafé und nicht unbedingt ein ganzes Zentrum. Jetzt, ich komme darauf nochmal zurück und werde auch noch jetzt und sage noch mehr über, aber jetzt haben Sie eine erste Ahnung von dem dezentralen Herstellen. Aber bisher haben wir hauptsächlich über Gemüse und über eine Halle geredet. Später werden wir darüber reden, wie man auch unter Umständen Waschmaschinen und wie man auch Wasserfilter und wie man unter Umständen alle möglichen anderen Dinge, auch Ersatzteile für Autos, was natürlich ein Riesenthema ist, auch in einem Dorf und unter Umständen sogar ein ganzes Auto. Und ich zeige euch, wenn Zeit ist, auch ein ganzes Auto, das man in einem Dorf bauen könnte. Nicht in einem, 20 Dörfer vernetzt, Computer vernetzt. Das wird den Franz sehr freuen. Jetzt, Moment, sozusagen ein anderes Thema. Das war jetzt etwas über diese Art der neuen Arbeit. Ich habe gesagt, zwei Arten der neuen Arbeit. Das technische sich selbst versorgen und das wirklich wollen. Jetzt kommen wir zum wirklich wollen und ich sage ein bisschen über das wirklich wollen. Also es war 1980, zum ersten Mal tauchten plötzlich an beiden Seiten der Fließbänder in den Automobilfabriken Computers auf. Und anstatt Menschen an beiden Seiten der Fließbänder waren Computers an beiden Seiten der Fließbänder. Und was das bedeutete, ist, wir reden jetzt Flint, das berühmte Flint. Und ich kann auch Geschichten über meine Beziehung zu Michael Moore erzählen, aber nicht jetzt. Da waren dann plötzlich Riesenentlassungen angesagt. Und dieser Teil der neuen Arbeit entstand einfach aus, danke, aus der Idee, es muss doch eine Alternative zum Entlassen geben. Und wir haben das erste Zentrum für neue Arbeit in Flint gegründet und dieses erste Zentrum entwickelte sich einfach um einen ganz einfachen Vorschlag und der war ganz mit Absicht unrealistisch, also der war ganz mit Absicht kindlich formuliert, so formuliert, dass er Leute stutzig machte. Aber das war ein Teil der Absicht. Die Absicht war, also ein neues Denken anzuregen. Ein Denken, das in der Richtung des Systems gehen würde. Und der Vorschlag war, dass anstatt Flint so zu teilen, also in die, die Überstunden arbeiten und die, die entlassen werden, was ja ein Sinnbild für unsere Kultur jetzt ist. Entweder arbeitet man Überstunden oder man ist arbeitslos. Anstatt es so zu teilen, es so zu teilen. Und unter dem so zu teilen, haben wir formuliert den Vorschlag, und das war ein Vorschlag an General Motors, dass man es so machen müsste, dass die Arbeiter noch weiter 6 Monate lang, aber 6 Monate, nicht 35 Stunden, nicht all die anderen Modelle, also 6 Monate im Betrieb und 6 Monate nicht im Betrieb. Und in den anderen 6 Monaten, das Zentrum würde sehr versuchen, herauszukriegen, was für Begabungen sie haben, was für Talente sie haben, was für Wünsche sie haben, was für Weltanschauungen sie haben, was für Werte sie haben. Und das hat sich dann kondensiert in den Spruch, wir würden versuchen herauszukriegen, was die Fabrikarbeiter wirklich, wirklich tun wollen. Im Unterschied zu am Fließband arbeiten. Und wir würden den Versuch machen, es dazu zu bringen, dass in den anderen 6 Monaten sie etwas tun, was sie im Ernst wirklich wollen, nicht als milde Krankheit erleben, und dass sie auch damit Geld verdienen würden. Das war natürlich anstrengend. Und jetzt
so 5, 6 Dinge verhältnismäßig schnell über das wirklich, wirklich wollen. Als erstes, sehr viele Leute haben natürlich darauf reagiert, verständlicherweise, und haben gesagt, ja, also ihr seid ja doch wirklich irgendwie verloren. Wenn ihr euch vorstellt, dass ein Fabrikarbeiter nach 20 Jahren, also dass diese Frau nach 20 Jahren noch weiß, was sie wirklich tun will, also das ist ja ganz, ganz im schlechtesten Sinn des Wortes utopisch. Aber darauf waren wir absolut vorbereitet. Unsere Antwort darauf war, man braucht gar nicht 20 Jahre am Fließband, um nicht zu wissen, was man wirklich will. Das ist sozusagen der philosophische Hintergrund. Und da ist die menschliche Natur. Ne? Und so ist es. Und in anderen Worten, es brauchen nicht nur Fabrikarbeiter Unterstützung, um herauszukriegen, was sie wirklich wollen, sondern es brauchen fast alle Menschen Unterstützung, um herauszukriegen, was sie wirklich wollen. Was im Feminismus natürlich sozusagen ganz bekannt ist, aber leider Gottes nicht genug bekannt ist außerhalb des Feminismus, dass man Unterstützung braucht, um sich zu behaupten und so weiter. Und dann haben wir natürlich, und das lasse ich jetzt alles aus, dann ist ein riesen Thema ist, wie macht man das? Was kriegt man heraus? Und so weiter. Und was ist die Methode? Und welche? Und so weiter. Das überspringe ich jetzt. Das können wir besprechen. Und außerdem, ich glaube, viele von Ihnen können sich das auch so ein bisschen vorstellen. Ich gehe jetzt einfach darüber hinweg. Aber natürlich kann man buchstäblich stundenlang darüber reden, was nötig ist, um jemandem zu helfen. Und wie viel Begleitung und wie viel Geduld und wie viel Mühe und wie viel Ideen und wie viel Kenntnis, wie viel man wissen muss über die Möglichkeiten in dem Arbeitsmarkt, um jemandem zu helfen, herauszukriegen, was sie wirklich, wirklich will. Wir haben einen Ausdruck gebraucht und das war der Ausdruck, die Armut der Begierde. Also die meisten Menschen leiden unter der Armut der Begierde. Sie sind im Unterschied zu dem Menschenbild, das uns von dem 18. Jahrhundert sozusagen übergestülpt wurde, nämlich, dass wir alle Egoisten sind, dass wir alle im Grunde genommen kleine Raubtiere sind und dass man, wenn man im Autobus ist, aufpassen muss, dass einem der Nachbar nicht die Hand abbeißt. Ganz im Gegenteil dazu, wir sind eigentlich schüchtern, zerbrechlich, leicht entmutigt, sehr leicht entmutigt. Das kann ich von meinen Studenten. Ach, wirklich, Sie wollen darüber Ihre Dissertation schreiben? Ach nein, das ist ein schlechtes Thema? Ja, dann nicht oder so. Die Armut der Begierde. Wir wissen nicht, was wir wollen und ist auch, was wir wollen, ist auch leicht kaputt gemacht in uns. Nächstes. Wir haben mit diesem Ansatz eine ganz, ganz große Vielheit von verschiedenen Dingen gemacht. Also das, was man unter Umständen auch Projekte nennen könnte. Also wir haben gearbeitet mit zum Beispiel Jugendlichen. Und bei Jugendlichen, da würde ich jetzt wieder etwas sagen, was einige von Ihnen so ein bisschen so empfinden werden. Ich meine sozusagen, wenn man mit Jugendlichen arbeitet, die viel im Gefängnis waren und mit Jugendlichen arbeitet, die sich auch anmalen auf verschiedene Arten und Weisen und alle möglichen Metalle von sich herabhängen lassen. Also wenn man da nicht rauskriegt, was die wirklich wollen, sondern wenn man bei denen anfängt zu sagen, ja, also hast du denn überhaupt keinen Sinn für Werte und hast du denn gar nichts für andere Leute und so weiter, dann ist es schon vorbei, sozusagen. Wenn man so anfängt, man muss anfangen mit dem, also was ist denn das, was ihr unter Umständen wollt? Und übrigens, diese hölzernen Gärten, haben sich in Kanada so etwas verbreitet und die haben sich ergeben aus einer langen Episode, wo ich mit solchen jungen Leuten immer wieder gefragt habe, was ist es das, was ihr wirklich tun wolltet? Und dann stellte sich heraus, sie wollten Gärten auf den Hochhäuserdächern von Vancouver anlegen. Und dann hat sich das daraus entwickelt. Aber eben nicht nur Jugendliche, sondern sehr viele Manager auch.
haben mit dem wirklich, wirklich wollen. Und das ist etwas wichtig, wichtig, denn also im Unterschied zu sehr vielen anderen Ansätzen ist die neue Arbeit von allem Anfang etwas gewesen, dass auch die, sozusagen die Manager haben das begrüßt. Und ich will auch noch mehr darüber sagen. Das war also nicht der alte Kampf zwischen den Arbeitern und den Bossen. Aber das passiert mir ziemlich oft. Manchmal erlaubt man mir, vorne zu sitzen, weil ich ja so viele Punkte gesammelt habe im Flieger. Und dann der Nebenmensch sagt dann, ja, ich glaube, ich kann erraten, was Sie sind. Sie sind Professor. Und das ist dann, ja, es tut mir leid. Sagt er, ja, lieber Gott, ich bin wirklich, ich bin großartig und alles und der Teppich ist ganz dick in meinem Büro und ich bin Manager bei so und so, Hewlett-Packard und ich wäre so viel lieber Professor. Und das ist etwas, das auf mich sehr viel Eindruck macht, dass Managers, und vielleicht weil einige von Ihnen auch medizinisch interessiert sind, weil ja überhaupt Gesundheit hier eine Rolle spielt, in diesem Haus auch. Also Arbeit zu tun, die man nicht tun will, macht Menschen absolut biologisch, physiologisch, medizinisch krank. Und die leiden darunter und die drücken das dann auch aus und sagen, ich habe von Ihnen gelesen, also ich würde so viel lieber etwas tun, was ich wirklich will und meine Familie hasst mich und ich hasse meine Familie und so weiter alles, weil ich die Arbeit tue, die ich als milde Krankheit erlebe. Ich habe auch also mit Indianerstämmen, mit dem wirklich Wollen gearbeitet, auch eine Menge natürlich mit Senioren. Und das kann man sehr schnell sagen. Also es gibt natürlich eine Menge Leute, die sagen, ja, ich bin jetzt 70 beinahe und ich habe im ganzen Leben noch gar nichts gemacht, was ich wirklich, wirklich wollte. Und dann kann man sehr schnell sagen, ja, dann wird es Zeit. Und die sind dann sehr aufgeschlossen und es macht großen Spaß, mit denen zu arbeiten. Natürlich auch sehr viel mit, wie schon vorhin am Anfang betont, also sehr viel mit Arbeit, mit Armen und sehr viel mit Arbeitslosen. Jetzt etwas, um das so ein bisschen noch auszumalen oder mehr über das wirklich, wirklich Wollen zu sagen. Also ein Ausdruck, den wir haben, die Leute, die sich mit der neuen Arbeit befassen, ist der Ausdruck der Münchhausen-Effekt. Und Sie wissen vom Münchhausen, also, aber nicht nur am Zopf, sondern was mir mehr Eindruck macht, ist die Geschichte mit den Magneten. Rauf zum Mond, ein Magnet und dann der andere Magnet und dann noch. Und das ist sinnbildlich sehr passend für die Arbeit des wirklich, wirklich Wollens. Das ist etwas, das man vor sich nach hoch wirft und es zieht einen nach oben und dann erreicht man den Punkt und dann hat man schon wieder was Neues und dann was Neues und das zieht einen nach oben. Und das ist ein ganz entscheidend wichtiger Punkt, über wie das Ganze eigentlich zu verstehen ist. Denn viele Menschen haben irgendwie im Hinterkopf den Gedanken, also das wirklich, wirklich Wollen, das ist so, wie wenn man einen Tennisball unter einem Busch findet. Also da ist er. Und das ist natürlich ganz, ganz das Gegenteil davon. Es ist eine Frage, mit der man lebt. Es ist eine Frage, die man sich mindestens viermal am Tag stellt und die immer wieder anders beantwortet wird. Aber die fängt einen an zu verändern. Und ich hätte gern, dass Sie darüber einen Moment nachdenken. Wenn man mit der Frage lebt, dann hat das, und das ist das, was ich mit dem Münchhausen Effekt meine. Ich habe ja am Anfang erwähnt, dass die meisten Menschen das Leben nicht leben. Herauszukriegen, was